Mein Nachbar ist tot. Ich suche einen neuen. So. Hallo? Hallo. Wir suchen noch Bewerber für die Camel Trophy. Genau. Voraussetzung ist eine... Oder zwei. Ja, oder zwei. Promovierte Hochschulstudien an so einer geisteswissenschaftlichen Fakultät. Das wäre cool. Hallo, ich bin der Gerd. Ja, ich bin arbeitslos und in meiner Freizeit mache ich Glasblasen. Am liebsten wäre uns Psycholinguistik. Wäre voll geil oder vergleichende Konsistenzsinologie. Krass. Yo, you funky motherfuckers out there, who the fuck stole my motherfucking ghetto blaster? You motherfucking creeps out there, I need my goddamn big sound machine. I'm looking for the real creep moron who has my motherfucking goddamn sound blaster. You bring it better back or I'm gonna kick your motherfucking ass out of the community. If you know what I'm saying, man. Word. Vielleicht Weiber. Did you see my ghetto blaster? No? Ich habe einen ghetto blaster zu verkaufen. Kann der da der Tonteppich will? Gefolgt der Tonteppich! Lecker, lecker, lecker! Ich suche noch Zutaten für eine großartige Sache. Ich pack mir nämlich einen Actionstrudel. Mein Name ist Horst Pospik. Ich suche jemanden, der mir beim Trinken hilft. Ich komme nie ran. Ich bin Winnetou. Häuptling der Apachen. Apachen. Ich bin Old Shatterhand, ihm sein Blutsbruder. Wir suchen eine neue Squaw für mich. Weil ihm's Puff zu teuer wird. Nee. Mein Name ist Hans. Ich bin Schauspieler und suche eine neue Rolle. Ich habe bereits unter Gründgens, Paul Hubschmidt und Rainer Werner Fassbinder gelegen. Na ja, gut, eins ist völlig klar. Ich möchte nicht erkannt werden. Ich habe nur eine Frage. Sind die Trikots angekommen? Das Osterfest steht vor der Tür, komm, lass es fröhlich rein. Für meine Frau Luise wird es das Letzte sein. Hasta la vista, Bullis. Guten Tag, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Auf diesem Lottoschein befindet sich ein Tippfehler. Wir bremsen auch für Tiere. Zum Beispiel für die Feldmaus. Oder diesen Affen mit dem rosa Hintern. Ich suche eine Frau, die abgeht wie eine Rakete, die man so richtig draufknallen kann und die explodiert wie ein Bum-Dum-Geschoss, wenn man drauf rumdrückt. Für einen Blauwal würden wir auch bremsen. Oder für einen Blauhai. Oder der Gimpel aus Göttingen. Hallo Kinder, ich bin Kasperlü. Ich suche eine Frau mit glücklicher Schambereich. Kleine Frettchen, auch für Scampis. Und andalusische Tintenfische. Hallo, ich bin der Mr. Spuck und ich habe einen Buchtipp für euch. Ich lese gerade die Gebrauchsanleitung von meiner neuen Trockenhaube. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie es ausgeht. Großvater! Ja, Heidi? Großvater, warum gehen wir sonntags eigentlich nie in die Kirche? Weil ich einer radikalen muslimischen Minderheit angehöre. Grüezi, Heidi, grüezi, Großvater, eh? Peter, bitte den neuen Namen. Ach, richtig. Ich meinte natürlich Ayatollah Al-Ehi Khomeini. Hallo, Kinder. Ich bin der Peter. Und ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Klingt komisch, ist aber so. Tschüss, Kinder. Ich bin Robinson Crusoe. Ich habe eine Reise gewonnen auf eine einsame Insel. Ich würde die wahnsinnig gerne umtauschen. Schönen guten Abend. Mein Name ist Jens Kasoske. Neben mir mein Bruder Jörg. Guten Abend. Wir haben heute einen gebrauchten Mauerschützen im Angebot. Der wird normalerweise noch unterm Ladentisch gehandelt. Der Mauerschütze ist stubenrein, furzt so gut wie nie und verträgt sich ausgezeichnet mit Rüden. Einziger Nachteil, zur Haltung des Mauerschützen benötigen Sie einen Garten mit einer soliden Mauer, wo er sich so richtig austoben kann. Jawohl! Mach Sitz, du Arschloch! Hallo, ich bin der Tod und ich suche eine Frau. Jung, brünett, gut aussehend und mit hohem Fieber.
Hallo, ich bin der Yeti und ich hätte dann leicht benutzten Reinhold Messner abzugeben. Der ist maximal 10.000 Kilometer gelaufen. Naja gut, eins ist völlig klar. Meine Frau sagt, ich soll zum Friseur. Da sehe ich nicht ein, denn ich brauche mir nur ein Spiel vom FC Bayern anschauen. Da kann man sich schon die Haare raufen dabei. Das ist also zum Kotzen ist das teilweise, was da einem geboten wird. Nicht? Da braucht man keinen Friseur. Hallo, ich bin der Peter. Und das da, das ist eine Mausefalle. Klingt komisch, ist aber so. Und jetzt zeige ich euch mal was. Das war die letzte Sendung mit der Maus. Tschüss, Kinder. Hallo, ich bin der Pumuckl. Ich werde von so einem geisteskranken Schreiner in seiner Werkstatt festgehalten. Guten Abend, mein Name ist Jens Kasorske, neben mir mein Bruder Jörg. Guten Abend. Mit dieser Hochglanzpolitur aus dem Hause Kasorske können Sie mühelos jedem Wessi die Fresse polieren. Word. Now, this is a really fucking important public announcement, because somebody stole my big-time top-of-the-line ghetto-blasting boom-boom sound machine, and I need to have a back, man, because this is not my ghetto blaster. Please call me at 1-800-YO-MAN. Hallo, ich bin die Frau Schmüling, und ich habe ein Diktiergerät gefunden. Hallo, ich bin der Wolfram, und ich interessiere mich für lateinamerikanische Formationstänze. Aber nur mit anschließendem Trikottausch. Hi, ich bin die Julia, 21. Ich gehe zu dem Shop, hab die Red on. Ich glaube, ich habe ein Funkloch. Naja gut, eins ist völlig klar. Wenn ein Spieler einmal aufs Klo muss, da muss er es laufen lassen. Da macht es überhaupt keinen Sinn, den Sack zuzumachen. Word. Hallo, ich bin ledig, ich bin Fahrschüler und suche den vierten Gang. Mein Nachbar hat sich jetzt einen Cocktailspanier gekauft. Deswegen brauche ich jetzt einen Rottweiler. Der beißt den kaputt. Yo girl, I want you to rock my world. Yo girl. I want to touch your lovely black curls. Yo girl. Hier spricht Geißler. Können Sie mich wieder einhängen? Ich häng da irgendwie ein bisschen in der Luft. Ich bin die Frau Schnürlein und ich suche eine Nebenbeschäftigung als Seniorentabletänzerin. Yo, girl, you must be older than 17, baby, word. Piep! Ich habe auf die Optik gespuckt, Entschuldigung. Es ist noch Suppe da, es ist noch Suppe da. Ich heiße Horst Postbich und suche einen neuen Gartenzwerg. Der kleine Drecksack hier kackt mir die ganze Zeit die Bude voll. Hallo, ich bin der Highlander und ich komme aus dem Highlander-Eck. Hallo Sutra, ich bin Schick, Erich Schick, Gründer der Schick Autovermietung. Zurzeit bei uns im Angebot nur alte Kasten. Ich wollte nur sagen, ich habe eine neue Kneipe aufgemacht, die heißt Zum Lüstchen Heilandel. Ach, Ziegenpeter, was soll ich bloß mit meinem Ersparten machen? Also ich würde auf jeden Fall splitten, Heidi. Einen Teil würde ich in festverzinsliche Staatsobligationen stecken, den anderen Teil in Staatsanleihen und den Rest würde ich in Puff draufhauen. Ich bin der Tod. Und bitte nehmt es mir nicht übel, wenn ich mit meinem Kübel und meiner Sense nicht einmal für Menschen bremse. Guten Tag, mein Name ist Jens Kasorske, neben mir mein Bruder Jörg. Guten Tag. Wir sind Ärzte aus Leidenschaft. Wir sind Ärzte aus Sachsen, du Arschloch. Hallo, ich bin der Peter. Ich bin vor kurzem Millionär geworden. Und Sie können das auch. Guten Tag, mein Name ist Jens Kasorske und ich bin vor kurzem Nonne geworden. Und Sie können das auch. Hallo, ich bin der Klaus und ich würde dich wahnsinnig gerne... Mein Name ist Naomi Kempel und ich suche meine Maskenbildnerin. Mein Name ist Toni Polster und ich zeige dir heute, wie man sich einen Virus einfängt. Hab mich schon erwischt. Da ist er. Ich würde dich so saugen. Die Deutsche Demokratische Republik gibt es jetzt mit Meeresblick. Was ich sagen möchte, ist, ich will ficken. Lässt man's Fenster nicht geschlossen, kommt Rex Gildo rausgeschossen. Also,
Servus. Hallo, wir sind drei fesche Boys und wir suchen neue Besatzungsmitglieder, die sich trauen, gegen uns im Turteltaubenschießen anzutreten. Traut's euch. Ich bring's einfach nicht raus. Guten Abend, mal wieder bei Bublatt und das ist mein Profil. Nun, warum ist das so? Good morning, Sherwood Forest. Welcome to Radio Sherwood Forest 93.7 FM. I'm your crazy morning host, Robin Hood, and this is the Godfather himself. Here is James Brown. Video kills the radio star. I feel good. Like a candle in the wind. Hallo, ich bin Elton John und heute ist Elternsprechtag. Autoreklame. Honda Civic. Japanisch, winzig, unpraktisch. Werbung aus. Hallo, ich bin Hannibal Lecter. Gerade in der Karnevalszeit möchte man auch mal lustig aussehen. Und schon ist man König auf jeder Party. Hey, gute, völlig klar. Ich muss zum Schönheitschirurgen. Ich brauche dringend eine Verlängerung. Hallo, ich bin der Yeti. Ich bin der beste Freund von Reinhold Messner. Da war natürlich nur ein Scherz. Ich bin natürlich Nina Ruge und alles wird gut. Hallo, ich bin der Klaus und wenn du auch auf geile Gesten stehst, dann mach jetzt bitte mit. Guten Abend, mein Name ist Jens Kasowska, neben mir mein Bruder Jörg. Guten Abend. Möchten Ihnen heute die Balkonszene aus Romeo und Julia von... William Shakespeare. Danke, Jens, zur Aufführung bringen. Mir war die Nacht egal und nicht die Lärsche. Komm sofort vom Balkon runter, du Arschloch. Hallo, ich bin der Mr. Spock und ich habe einen Big Mac in der Hose. Der ist sogar noch ganz warm. Mahlzeit. Wir haben ein neues Techno-Lied erfunden. Und das geht so. Dann haben wir noch ein anderes. Das geht so. Mein Name ist Burkhard und ich habe große Probleme. Ich kann nicht schwimmen. Das Hallenbad wird umgebaut. Hallo, ich bin der Tod. Ich suche eine vollbusige Blondine zum gemeinsamen Sarghüpfen. Geil, oder? Ciao, mein Name ist Gianluca Alberto. Ich bin der Produzent von der Erotical-Film und ich suche Frauen mit großer Strahlung. Hallo, ich bin der Ronny und hab euch reingelegt. Weil ich suche nämlich gar nichts. Ich hab alles. Hallo Katholiken und Evangelen. Ich suche eine echt hardcore katholische Kirchenmaus, die auf Messwein bis zum Abwinken steht. Beinsel grüßt die ganze Welt. Beinsel sucht sein Mikrofon. Ja, hallo, ich bin Rick. Ich bin Tarzans Affe. Und Tarzan ist ja bekanntlich Meeresbiologe aus Harvard und ich emeritierter Professor für Humanmedizin aus Palo Alto. Und hier im Dschungel ist es ja so einsam. Da dachten wir uns, wir bestellen uns für heute Abend mal ein paar richtig geile Weiber, die es uns so richtig heftig besorgen. Stimmt's, Tarzan? Ich wankte durch den Tannenwald und hatte den Arsch voll Hannenhalt. Hallo, was ist los? Du hast bestellt kaputt, dein Tontanfisch. So lange habe ich nicht Zeit. Schrott, hast du einen Tuntenfisch bestellt? Na, Menü 17. Liebe Sex und S&M machen ein ganz Plemplem. Den ganzen Tag wird rumgefickt und dabei bin ich eingenickt. Moin Moin, Hummel Hummel, Mors Mors. Ich bin's, euer Captain Iglo, das ist mein Ding. Und ich suche jemanden, der mir mal ordentlich mein Fischstäbchen paniert. Hallo, ich bin Barbara Ehlichmann. Gelegenheit, ein Liebhaber, Baujahr